Ja, sowas brauchen wir. Wir brauchen nicht versuchen, damit mit Kämpfen zu siegen. Das wird nicht klappen. Wir müssen die Bastarde ablenken. Nun, ich bin sicher, dass keiner ihm eine Träne nachweinen würde. Und vermutlich ist es naiv zu denken, dass man hier den offiziellen Weg gehen könnte. Ich dachte nur, weil unter den Granden doch so viele Geweihte sind, dass sie so jemanden in ihrer Mitte dulden. Es kann ihnen nicht allen entgangen sein. Ja, er ist vermutlich gut in dem, was er tut, sonst wäre er nicht mehr am Leben. Oh Und ja. an der Stelle können wir uns ja auch mal selber loben, Zulamin. Sind so ziemlich die besten Geweihten. Selbst Yalan und Boltax wären fast auf ihn reingefallen. Auch mich hat er ganz wirr im Kopf gemacht mit seinem Gerede. Ja, also ich kann ja schon viele Leute belügen und die noch deutlich besser als ich. Euch zu belügen ist schon, sag ich mal, eine gar fexische Tat. Also, ich denke, wir sollten so etwas machen. Eine Ablenkung schaffen, die sie nicht vergessen werden. Das ist ein Ziel, mit dem ich mich identifizieren kann. Ich würde ungern die Stadt verlassen und wissen, dass so eine Person weiterhin ihr Unwesen treiben kann. Ja, ich war selber nicht da, aber wenn ihr das sagt, dann vertraue ich euch. Dann muss er sterben. Er ist gut, aber ich bin mir sicher. Aber wir sind besser. Und seinesgleichen haben wir schon öfter getroffen. Denkt an Xeran. Wir brauchen nur einen sehr guten Plan. Das sollte man nicht zu uns zurückverfolgen können. Meine, Besser wäre es. der Basaltforst ist das scheißegal, seien wir ehrlich, aber beim Haus vermutlich nicht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass seine Verwandten ihn besonders schätzen. Obwohl dieser Dolgur vielleicht Korragon weniger. Naja, es geht nicht darum, ob sie ihn mögen. Es geht darum, dass ihr jemanden ihres Hauses habt angegriffen. Mehr ein Angriff auf ihre Ehre als auf die Person. Nun, was sie nicht wissen, auf das müssen sie nicht reagieren. Du hast recht. Sie werden selbst glücklicher sein, wenn sie sich Augen und Ohren zuhalten können und so tun, als würden sie es nicht wissen. Ja, davon gehe ich aus. So, wollt ihr mir helfen, einen Plan zu machen? Immer gern. Wunderbar. Nachdem ihr im Schlund Boltax und die Zwergen alleine gelassen habt, kann zumindest Yalan in Richtung des Paios-Tempels abbiegen, wo du eine eigene kleine Queste offen hast. Was möchtest du tun? Zum einen bin ich natürlich zum Beten da und werde damit auch ein wenig Zeit verbringen. Ein paar Jahre um Einsicht bitten, wie mit der Grandenherrschaft dann verfahren werden sollte. Aber ich habe mich ja daran gewöhnt, dass er seit Albuin weg ist, nicht mehr so wirklich mit mir spricht. Und dann, zum einen möchte ich etwas nachforschen in der Tempelbibliothek, und zwar suche ich nach Rechtstexten, vorzugsweise eher alten. Ich möchte nämlich wissen, welche Höchststrafe auf Rütteln an der preisgefälligen Ordnung steht. Ja, Rechtskundeprobe, bitte. Rechtskundeprobe, kein Problem. Ist mindestens Talent, oder? Ja. Was habe ich auf 11? Aber geschafft! Wow, willst du mir bitte die Probe neu würfeln? Warum? Was für ein Schicksalspunkt? Ja, ich habe schon gesagt, aber warum? Ich suche doch relativ leicht zugängliche Informationen. Also, wenn ich dir hier vorlese, wie es in der Bibliothek des Bios-Tempels aussieht, Okay, ich hoffe die 20 neu. Okay, dann nochmal. Yes, 5. Damit habe ich dann 7 über oder so. Oder 8. Nee, alle Nee, 11. 10, 11. Oh, ja, ich kann Was rechnen. sagen? Ich kann rechnen, glaubt mir. Ja, das ist zwar immer noch nicht viel, aber du wirst feststellen, dass der Keller voll ist mit Archiven zu alten Rechtstexten. Und zwar siehst du, die ältesten Rechtstexte sind von vor 300 nach Bosbarans Fall, also 700 Jahre. Und über diese ganzen 700 Jahre immer einzelne Fälle, die damals von einem Dex dann abgeurteilt worden sind. Und wenn du dich so ein bisschen durchstöberst, kannst du auch finden, dass die teilweise widersprüchlich sind und jeder ein eigenes Urteil gesprochen hat. Das bedeutet, dass
wenn es ein Urteil gab, ist das rechtsgültig für andere Fälle. Dadurch, dass sie sich aber widersprechen, kannst du, wenn du den richtigen Text findest, alles erwirken. Hervorragend. Nur Idiotencheck, irgendwo ist die Todesstrafe dafür vorgesehen, ja? Natürlich. Also, super. Wenn du eine rechtsgründige Probe schaffst und den richtigen Text findest dazu, dann ja. Okay. Und das bedeutet auch, dass Amos Tiljak mit euch alles machen kann. Er kann zwar auch selber als Judex Maximus, kann er zwar selber auch Sachen erfinden, wenn man so möchte, aber er kann eben sich auch auf alte Texte stützen. Okay, das Wichtige ist halt, dass es einen Präzedenzfall gegen sowas gibt. Das brauchen wir nämlich. Ja, das brauchen wir nämlich, also das brauche ich nämlich, um in meinem Gott im Reinen zu sein. Genau. Und Todesurteil wird standesüblich von der Rondra-Kirche, von aktuell Rondra Lieb Löwenherz vollstreckt. Ja, ein bisschen schwott ist immer. Beziehungsweise der ehemalige Geweihte, den hattest du ja auch selbst mitbekommen, der hatte dann ja auch ein Todesurteil gesprochen für den Pferdedieb. Mhm. Und starb dann selber. Und dann, wenn ich sowieso schon im Keller bin, schnüffle ich ein wenig herum und suche nach einem etwaigen Eingang ins Labyrinth. Also, du auf Zwergennase. Habe ich nicht. Hast du nicht. Also das klassische, du weißt schon, Hinterregale schauen, irgendwelche gestapelten Kisten, leere Räume, mal an den Wänden klopfen. Kunst. Baukunst. Das ist ein Wissenstalent? Ich glaube ja. Da muss ich kurz in die Software schauen. Aber Baukunst ist Wissen. Denn selbst wenn ich es also, du hast es nicht. Nö. Gut, dann lass mich kurz überlegen. Sinnenschärfe-Schwellung 5? Sinnenschärfe plus 10, um die Ableitung zu machen und dann nochmal die Erschwernis, um den Geheimgang zu finden. Der Versuch ist immer wert. Doch für 1. Heute nicht. Nein, das sind 3 Einsen drin, ich weiß nicht, was war. Ich hab's gesehen. Du suchst und, also es liegen auch echt viele Gesetzestexte hier unten, vielleicht sind die dahinter. Aber du weißt einfach nicht, wo du suchen sollst. Ja, okay. Pures Glück hilft mir also nicht weiter. Gut. Du bist in einem Braios-Tempel, nicht in einem Fex-Tempel. Der Richter sagt, es gibt immer 2 Medaillen derselben Geschichte. Ja, der Richter des Tages ist aber aktuell am Werk. Das ist auch richtig. Auch wenn die Sonne untergeht. Aber. Und dann bin ich leider noch nicht fertig. Denn ich frage mich durch, bis ich bei Mostiljak? Nein, Borromeo bin. Bei Borromeo. No, also ich fange. Er kennt jetzt seine Wachkollegen, Kameraden. Bei der Stadtwache. Ja. Er war ja deren Boss. Mhm. Deren Vorgesetzte. Die werden also wissen, vermutlich, wo er jetzt gerade einquartiert ist, bevor er sich nach Saint-Tropez ausschifft. Ja, du. Und wenn die es nicht wissen, werde ich mir von denen sagen, wo er vermutlich einsetzt und mich dann daraus weiter durchfragen. Du schaust ein bisschen in den Gassen und findest dann Morios, deinen eigenen Informanten der Stadtwache. Ah, da seid ihr ja. Sie sind gerade irgendwie mit 2-3 anderen Stadtwächtern bei einem Bier in der Taverne. Bist du sicher, dass er es nicht bezahlt hat? Und wenn er dich dann sieht, hebt er die Hand und kommt auf dich zu. Hallo. Ja, ich wink den Wirt irgendwie zu der Sonne, der soll denen noch eine Runde an den Tisch bringen. Ah, habt ihr von Borromeo gehört? Borromeo, ja, der ehemalige, der soll jetzt wohl nach Saint-Tropez verschafft werden, habe ich gehört. Ja, genau. Hat die Kämpfe überlebt und kann er sich glücklich schätzen. Ja, und jetzt wartet Saint-Tropez auf ihn. Ja, aber wo sitzen denn die Gefangenen von Saint-Tropez ein, bevor sie nach Saint-Tropez geschifft werden? Oh, wahrscheinlich auf der Festungsinsel, würde ich jetzt annehmen. Hervorragend. Also, vor der Stadt. Hervorragend. Das, wo ihr hingekommen seid, also vermute ich. Es sei denn, ihr seid geflogen, aber euer Schiff sieht nicht danach aus. Nicht ganz. Wo ich doch schon hier bin, haben wir Entwicklungen in letzter Zeit, die interessant sein könnten? Entwicklung? Also ich weiß, dass die Basaltfaust mittlerweile ziemlich aktiv geworden ist. Die bequemen sich jetzt hier runter und suchen nach irgendwas im Hafen. Hier ist tatsächlich ein wertvoller Hinweis. Hab Dank. Ansonsten habe ich gehört, dass Kinder verschwinden. Das ist irgendwo nördlich von der Arena. Habe ich nicht genau nachgehört. Ist nicht mein Revier. Wenn ihr jemanden kennt, dessen Revier das ist, quetscht ihn doch vielleicht für mich aus. Das ist für euch interessant? Vielleicht. Wir werden sehen. Kinder verschwinden ständig. Hier scheint er sich zu häufen. Ja, kann schon sein. Haltet einfach die Ohren offen. Okay, gut. Und dann zahle ich ihm eine angemessene Summe, irgendwie 3 Tageslöhne oder so. Achso, es gab neulich noch einen Aufstand, hier durch den ganzen Hafen durch, bis er so in den Brabaker Baracken. Netter Versuch, Morios, aber das wusste ich bereits. Oh, man kann es zu übersehen. Kann ich bei euren Dukatengardisten mitmachen? Wenn ihr euch gut haltet, vielleicht. Okay, das ist schon mal ein Wort. Aber dafür müsst ihr mir etwas, sagen wir, wirklich Saftiges überbringen, So einen namenlosen Kult, oder was?
Zum Beispiel. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das will, aber ich kann ja mal fragen. Und Morius, keine erfundenen Fieslinge, hm? Ich kriege mit, wen ihr mich bescheißt. Nee, wie gesagt, das ist ja nichts Persönliches. Nichts Persönliches. Und ich lasse ihn dann mit seinem Geld und der Runde Bier, die ich gerade irgendwie noch für ihn bestellt habe, zurück. Ich höre mich mal um, wo Borromeo jetzt schmort. Danke. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Gut, und anstatt jetzt irgendwie noch bis auf die Festungsinsel durchzurudern, gehe ich erstmal wieder nach Hause. Santobal ist übrigens eine Diamantenmine. Ja, darüber haben wir gesprochen, tatsächlich. Hätte ja sein können, dass ihr das nicht wisst, was da abgebaut. Ich habe da einen, oder wir wussten glaube ich nur das. Egal, Punkt ist, wir haben da einen Job für Borromeo. Für Borromeo oder für Morius? Für Borromeo, auf Santobal. Okay, gut. Dann frage ich einfach mal in die Runde, ob noch irgendjemand was an diesem heutigen letzten Abend machen möchte. Naja, Küsschen, flirty. Ja, also würfel mal. Also jetzt betören? Im Schlund betören, ja, auf alle Fälle. Ah, gut. Weiß gar nicht, ob ich betören als Talent habe. Ich geb dir eine minus 1, weil du gerade ein Kinderwaisenhaus gebaut hast, aber. Und eine plus 8, weil es da du hättest halt irgendwie dich im Park treffen sollen und Jalan davon berichten lassen, wie teuer dieses Waisenhaus wäre. Das wäre halt eine Erleichterung von 7 gewesen, aber. Ja. Egal, ich hab betören nicht. Aber dann Charisma. Okay, Charisma klar. Plus 6. Plus 6? Weil es eine Ableitung ist. Ja, ist in Ordnung. Ja, das wäre gelungen. Angrosch Willis. Ja, dann kannst du ihr den ersten Kuss in der Ruine des Waisenhauses geben. Es kennt nicht die Ruine. Du streifst da gerade fest dann so mit den Fingern über die rußigen, kalkigen Wände und kannst dann wohl sehen, wie die Fexkirche wohl irgendwie schon mit Kreide irgendwie Markierungen gemacht hat. Irgendwann bleibt sie stehen. Ja. Noch 2-3 Fenster hier drin und dann ist es perfekt. Wäre der Geruch nicht, dann bin ich stolz auf dich, Polter. Perfekt bist nur du. Und dann küsse ich sie. Und sie erwidert den Kuss. Schön! Ja, und dann verbringe ich meine... Sie hebt sogar ihr kleines Beinchen. Gut. Gut. Dann ja. Boltax mit einem hochroten Kopf geht es zurück zum Schiff irgendwann. Genau. Es dauert ein bisschen. Aber mir wollte noch was machen. Ich wollte noch Kopien der Zeichnung für alle meiner Gefährten anfertigen. Von eurer Karte? Genau. Ja, möchtest du das Buch dann wieder zurückgeben? Ja, das ist ja sinnvoll. Ja, heute sowieso nicht mehr. Heute nicht, aber... Wollen wir mal uns eigene Probe. Gerne. Nicht Kartografie. Nein, Kartografie ist, um eine neue Karte zu machen. Also, oder? Das hier ist Malen und Zeichnen. Das ist keine Karte. Guck dir die Karte an. Also, die einfachen Striche auch mit 9 Punkten sollte das erreicht sein. Das ist keine Kunst. Sodass du es einfach nur abpausen oder abmalen. Hat jeder eine Fee und du könntest das Buch dann morgen wieder zurückbringen. Genau. Ich würde dann halt die Zeichnung am Abend vielleicht verteilen und wie. Ja, gut. Zulamin, möchtest du noch was tun? Nein, aber ich möchte kurz vor Sonnenaufgang dann aufstehen am nächsten Tag. Um zu meditieren. Kannst du schon mal deine Meditation würfeln, wenn du magst? Mach ich. Möchtest du das im Tempel tun? Ja, und zwar, ich möchte gerne diesen roten Lotus wenigstens mal zu Gesicht bekommen. Das heißt, ich möchte vor Sonnenaufgang aufbrechen mit Leibgarde und dann, wenn die Sonne schön aufgeht, an diesem Seerosenteich sitzen und meditieren. Okay. Dann bekommst du natürlich die Erleichterung für geheiligter Boden, Pipapo. Und was noch? Ich habe noch eine 4er Erschwernis von meiner letzten Meditation. Mhm. Und geheiligter Boden, sagtest du. Das heißt, dann komme ich auf plus minus 0 raus. Genau. Denn der rote Lotus ist ja eine der 10 göttlichen Gaben. Gut, Jalan wollte auch meditieren. Ich wollte vor Sonnenaufgang aufstehen. Okay, was willst du tun? Erinnerst dich daran, ich hatte 2 Säcke mit Brot gekauft. Du nimmst einen Sack. Ich nehme einen Sack mit Brot und gehe in den Schlund. Ich begebe mich nachts über die Dächer zum Viron-Tempel. Ja, und möchte ich. Ich versuche diesen B-Plot kurz zu halten. Ich warte dann auf den Sonnenaufgang und hoffentlich sind Marcelas Typen dann auch da, die ein bisschen für Ordnung sorgen. Ja.
Und dann werde ich das Brot in die Menge verteilen, vom Dach aus, also eher so werfen und ihnen verkünden, dass die Götter groß und gnädig sind, im Gegensatz zu den Granden, die sie hungern lassen. Ja. Also ich versuche sie eher kurz zu halten. Albuin? Noch nicht. Wie gesagt, ich versuche eher, sie gegen die Granden einzuschärfen, als auf Albuin im Moment. Okay, gut, dann kannst du mir trotzdem schon mal eine Überzeugungsprobe geben. Sicher doch. Irgendeiner Spezialisierung, falls du hast. Öffentliche Rede und Predigt. Ja, würde ich auf alle Fälle zulassen. Göttergefällige 13. Okay, dann... Und ich erwarte nicht, dass die angeheuerten Schläge die Menge irgendwie im Zaum halten, aber zumindest, dass sie davon abhalten, die Fassade hochzuklettern. Du machst das mit der Albuin-Maske, ne? Ja, genau. Die Reifenmaske aus Gold. Okay, also du siehst, wie du echt ekelhafte Blicke von ihnen erntest, aber sie bleiben unten und halten auch die andere Menge dann weg. Du kannst auch sehen, wie wohl das ein oder andere Mal jemand versucht, da auf die Dächer hochzuklettern, wird dann auch runtergetreten und bricht sich einen Arm oder sowas, aber ist alles im Rahmen. Hervorragend. Und dann so nach einer halben Stunde, Stunde oder so, wenn der Sack leer ist halt, werde ich meinen Hut nehmen und wieder verschwinden. Und zwar... Ich möchte halt sicherstellen, dass man mir nicht folgt, bis ich die Maske abnehme. Dann mach sich Versteckenprobe und dann machen wir weiter bei Rafim. Irgendwas vor dem Sonnenaufgang bis zur Besprechung Mauritius Kajüte. Ich würde planen, aber das brauchen wir nicht ausspielen. Ja, Praios mit der 20 und Fex mit der 1. Die Götter wollen es. Die Götter wollen es. Du hast zumindest die Aufmerksamkeit von beiden. Okay, dann trefft ihr euch irgendwann am Morgen zum Sonnenaufgang. Zudamin ist noch etwas verschwitzt, ihr wisst nicht genau woher. Trefft ihr allesamt ein und fühlt euch gut. Einfach gut. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ah. Morgen. Nun, Abelmir, ihr wart gestern noch im Fextempel. Abend, ich habe euch leider nicht mehr gesehen. Ah, ja. Aswolf, gut. Aswolf, schön euch zu sehen. Ihr seht aus wie ein Ausgeburt der strahlenden Jugend. Ja, das wohl. Lasst mich euch erst einmal die schlechte Nachricht unterbreiten. Ich konnte leider in den Kellern des Praios-Tempels weder links noch rechts voneinander unterscheiden. Wenn wir dort einen Eingang suchen wollten, müsstet vielleicht ihr mit eurem geschulteren Blick dort hinein, aber dabei dreht sich mir jetzt schon der Magen um. Oh, wir sollen den Praios-Tempel zaubern. Deshalb, ja. Guten Morgen in die Runde erst einmal. Nun, ich war auf dem Rückweg gestern noch im Fex-Tempel und ich sprach mit einem geweihten Fexarius. Kennt ihr ihn zufällig? Nein. Ich fragte auch mehr Jahren. Tut mir leid, die Fex-Geweihten. Warum sollte ich ihn kennen? Das war eine Vermutung. Wie auch immer. Nun, wir können dort einsteigen in den Kellergewölbe für den Preis von 100 Goldstücken pro Person und unter der Bedingung, dass wir niemanden auf dem Silberberg töten. Nun, einerseits ist dies eine leicht zu erfüllende Bedingung, denn wir haben nicht vor, jemanden zu töten. Andererseits sind wir uns sicher, dass wir auf Widerstand treffen werden und Unfälle passieren. Und was diese Sache mit dem Nicht-Töten angeht, vielleicht wollen wir doch jemanden töten. Ich stehe zu Rafim rüber. Wir bringen vielleicht den Paktierer-Bastard um. Ja, gut. Ihr habt unseren Verdacht, was Alex Kukris angeht, bestätigen können? Nein, aber Zulamin sagt das und wenn Zulamin das sagt, dann machen wir das. Vielleicht sollten wir diesen Umstand mit dem Paktieratum, den wir vermuten, vielleicht mit dem Fexgeweihten offen besprechen. Denn ich denke, er würde eine solche Tat auch gutheißen. Ja. Naja, im Prinzip will ich den Bastard umbringen, weil das eine gute Ablenkung ist. Was ist aus... Nein. Ja, nein. Ihr habt... Ja, nein. Also, ja. Ich bin voll und ganz auf eurer Seite, dass es eine gute Sache wäre, einen Beweis zu haben. Ich könnte auch ein Haus dort oben niederreißen. Das soll uns was bringen? Wenn ihr ein Haus dort oben niederreißen wollt, schadet nicht nur den Granden, sondern auch all ihren Sklaven und Bediensteten, die in diesen Häusern leben. Ja, den... Und dafür sind wir nicht hier. Ihnen würde ja nichts passieren.
Warum wollt ihr das? Wie wollt ihr das verhindern? Ja, sie rennen ja hoffentlich schnell hinaus aus dem Haus. Ja, vermutlich sind sie eher angekettet und werden zu Tode, keine Ahnung, geschlagen von den Steinen. Das ist richtig. Das ist natürlich nicht so gut. Fangen wir doch einmal damit an. Was für ein Haus überhaupt? Das wäre vollkommen... Vielleicht eins, das... Es steht dort oben keins leer, oder? Nun, nicht seit ihr unbei den neuen Ulfarts in der Stadt sind, nein. Egal welches Haus du auswählst, Boltax, du wirst den Groll einer Grantenfamilie auf dich ziehen. Ach. Ich habe schon den Groll von so vielen Leuten auf mich gezogen. Was soll uns das vor allen Dingen bringen? Eine Ablenkung. Ja, eine Ablenkung wäre es, da hat er nicht Unrecht, aber vielleicht sollten wir etwas kleiner denken. Na gut, ich könnte auch das Eingangstor niederreißen. Also, formulieren wir mal folgenden bräufigen Plan. Wir gehen dann an der vom Fex-Tempel bestimmten Stelle in die Tunnel herein. Suchen unseren eigenen Weg bis auf den Silberberg, kommen hoffentlich in der Nähe der Villa Kugris raus, greifen Solix an, nutzen sich das Ablenkung, um zum Patriarchen vorzudringen. Ja. Ja. Mhm. Ich nehme nicht an, dass ein solcher Angriff auf Salix ohne Aufsehen vonstatten gehen könnte. Vermutlich wird dann die gesamte versammelte Wildforst herbei eilen. Wie kommen wir aus der Sache raus, ohne auf dem Weg eingefangen zu werden? Wieder durch die Tunnel? Ja, das ist ehrlich gesagt das Problem an dem ganzen Plan. Ich halte es nicht für sinnvoll, wenn wir da zu sechst reinmarschieren. Das ist eher so ein Einmann. Wir teilen uns also auf, ja? Wichtig wäre es vor allem zu verifizieren, ob Salix wirklich ein Paktierer ist. Das können nur Abelmir oder ich. Jeder göttergefällige Mensch kann dies. Nun, aber es geht doch darum, ob dieses Mal oder diese Maske, die er trägt, magisch ist oder nicht. Nein, Paktierer schrecken vor dem Namen und den Zeichen ihrer verfluchenden Gottheit zurück. Aha, ihr habt Xeran also damit geschlagen, dass ihr laut Fex das Namen ausgerufen habt. Sehr lustig, Boltax. Seht ihr? Naja, ich halte es trotzdem für sinnvoll, wenn das einer alleine macht oder maximal zwei Leute. Denke auch. Und dann werde ich mich der Sache wohl annehmen. Wir müssen, um Salix zu töten, auch nicht direkt vor ihm stehen. Ich hätte eher an Abelmir gedacht. Ja, dann nehmt es mir nicht übel, aber ich glaube, das ist etwas... Wieso an mich? Weil ihr kompetent seid in dem... Ja? Bekämpfen von Bakterien. Das sind wir alle, Boltax. Ihr erinnert euch daran, dass er die Leiche dieses Barbaradianers in Medina mitgebracht hat? Die Sache mit dem Fass. Da war allerdings auch noch Isarun dabei. Nun ja, das waren andere Umstände. Und wenn ihr euch der Sache annehmen wollt, gerne, aber ich lasse euch da nicht alleine reingehen. Ich kann ihm Deckung geben, aus einer sicheren Entfernung. Ich habe einen Vorschlag. Wir teilen die Gruppe in zwei kleinere Untergruppen. Drei Leute sorgen für eine Ablenkung, drei Leute nehmen sich Salix Kugris an. Aber ich dachte, Salix Kugris ist die Ablenkung. Ja, richtig. Wie auch immer. Was haltet ihr von dieser Idee? Warum nicht? Ich nehme an, Rafim und Sudamin, ihr wollt auf jeden Fall zum Patriarchen vordringen wollen? Ja, also... Sudamin... Mir ist es wichtig, dass der Paktierer stirbt. Und ich würde mich auch besser dabei fühlen, wenn einer unserer Magiebegabten es bestätigen könnte. Und dann nehme ich Abelmir mit. Nur um sicher zu gehen. Außerdem, um unseren Rückzug zu decken, falls etwas schief geht. Ja, vernünftig. Und ich bleibe bei Rafim und werde ihn, ganz wie es die Stammesfolge befürwortet, natürlich zu seiner Aufgabe begleiten. Der Mann muss bei seinem König sein. Gut, dann steht das fest. Alles, was wir jetzt also noch brauchen, ist das Wohlwollen der Fexkirche. Wir sollten mit diesem Fexario sprechen. Nichts leichter als das. Wir brauchen einen Plan, wie er den Bastard umbringt. Ein gutes Schwert sollte reichen. Und ich bin mir sicher, Fexarius, Geweihte, wird geneigt sein, uns einen Segen aufzusprechen, wenn wir ihn hinreichend vergüten. Stellen wir uns denn jetzt in Gruppen in jeweils drei auf oder wir nehmen zwei Salix und der Rest rückt in den Tempel vor? Zwei, drei Gruppen scheinen mir das Beste zu sein. Ich denke auch. Natürlich erst sobald wir unseren Weg bis auf den Silberberg gefunden haben. Die Tunnel sollten wir zusammen
überwinden. Ja, und ich denke, der Fokus der Basaltfaust wird auf Raphim liegen. Das heißt, wenn sie ihn irgendwo entdecken können, werden sie davon ausgehen, dass wir alle in der Nähe sind. Ja. Also, wenn ihr wollt, kann ich da wirklich, wirklich alle Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Falls ihr euch noch erinnert, der Stadt damals auf der Brücke. Nun sollten wir Salex Kugres nicht erwischen können, sollten wir hoffentlich zumindest Beweise sicherstellen können, dass es sich bei ihm um einen Paktierer handelt. Und im Fall unseres Scheiterns lässt sich hinterher sicherlich die Basaltfaust damit überzeugen, dass er entfernt werden muss. Nun, also wer ist der dritte Mann oder die dritte Frau in eurer Gruppe? Du, Abinir und... Und die Amatis hat er sich angeboten. Nun gut. Dann sind Raphim, Zulamin und ich damit beauftragt, auf den Tempel vorzurücken. Und ich war auch eigentlich der Überzeugung, dass Zulamin lieber bei Raphim sein würde.